Wie viele Feldbetten passen in ein Tentipi Saphir 7 Zirkon 7? Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Immer wieder werden wir gefragt, welche Größe eines Tentipis brauche ich denn, je nachdem, was ich machen will. Die Frage ist nie so einfach zu beantworten. Aber eines, was ich so in der Gespräche merke, ist, dass die Tentipi doch eher zum Glamping wie zum Gruppenzelte verwendet wäre. Und die wichtigste Frage ist dann immer, wie viel Feldbette kriege ich eigentlich in ein Tentipi rein? In dem Fall haben wir hier jetzt ein Saphir 7 aufgebaut. Das ist eine von der gängigen Größe. Das ist die gleiche Größe wie der Saphir 7 natürlich. Und da war jetzt die Frage, wie viel Feldbette kriege ich hier rein? Ich habe nur eins zur Verfügung, was ich hier jetzt reinstellen kann. Das habe ich hier jetzt mal platziert und wenn man sich so umguckt, dann sieht man, dass man, wenn man noch ein bisschen Bewegungsfreiheit um der Zeltofen rum haben möchte, dann kriegt man zwei Feldbette rein. Wenn man es, ich sage es mal, ohne Ofen oder einfach etwas enger aufstuhlt, also wenn ich das Bett jetzt hier ein bisschen mehr davor rück, das andere hinten, würde ich das dritte noch dort reinkriegen. Aber dann ist schon relativ eng im Zelt. Von daher, wenn ihr Glamping machen wollt, sprich mit Feldbett, mit Ofen, vielleicht noch ein kleines Tischle oder so, an dem ich dann essen kann, oder noch ein kleiner Hocker, den ich hier im Zelteingang habe, ein bisschen Gepäck, wobei das geht gut um das Feldbett, dann bin ich mit zwei Feldbette im Tentipi Größe 7 gut bedient. So, hier seht ihr, wenn das dritte Feldbett dann reinkommt, das steht schon ziemlich in der Eingang rein und das ist gerade bei schlechtem Wetter keine gute Lösung. Ja, ihr seht, wenn man hier mit der Bette ein bisschen rumräumt, man würde, wenn man es spitz auf Knopf macht, drei Feldbette reinkriege. Aber ihr merkt, dass es einfach sehr spitz auf Knopf zugeht. Und vor allen Dingen am Eingang halte ich es für eine unglückliche Lösung. Von daher nehmt beim Tentipi Größe 7 maximal zwei Feldbette ins Zelt rein.
dann habt ihr ein schönes, komfortables Zelt. Könnt euch da zu zweit gut aufhalten und auch noch ein bisschen im inneren Bereich des Zeltes dann auch bewegen. Wenn mehr Feldbette rein solle, dann müsst ihr über eine größere Variante vom Tent-TV nachdenken. Ja, bis dahin sage ich Dankeschön, euer Ralf von Nürnland.